Hallo und herzlich willkommen zu Death Store Teil 37. Geheimnisse, Geheimnisse, Geheimnisse. Hier muss es auf jeden Fall noch welche geben. Kann es sein, dass wir hier das verbrennen können? Eigentlich nicht, oder? Das wäre ja schon verrückt. Macht es Sinn, hier überall die Spinnweben zu verbrennen? Ich denke. Es ist nur Design. Naja. Ich denke, es ist doch ein bisschen offensichtlicher als das, hoffe ich. Wait, hier kam er her, gell? Ja. Hier war das mit Kronleuchter. Eigentlich haben wir das schon abgecheckt, gell? Wait, was? Wow, okay. Das scheint wohl nur eine Abkürzung nach unten. Interessant. Ja, komm, wir gucken uns die anderen Bereiche erst an. Ich glaube, da mal ein bisschen mehr Glück. Was ist denn das? Was war das für ein Flüstern? Ich frage mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Oder ob das einfach Soundeffekt ist. Es muss doch nur Soundeffekt. Also es kann doch nur Soundeffekt sein, oder? Oder nicht? Ich meine, hier gibt es auf jeden Fall auch noch Geheimnisse. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eigentlich auch noch was finden. Die Frage ist, wo und wie? Und mit Geheimnisse sind keine roten Kugeln gemeint, sondern irgendwas anderes. Aber hier ist nichts. Und eigentlich haben wir damit fast alles durchgeguckt. Eigentlich sind wir damit fast durch. In dem Bereich. Hier unten gab es noch. Aber ich glaube auch nicht, dass da noch was zu finden ist. Können wir es irgendwie das Feuer löschen? Was will dieses Flüstern von uns? Das macht mich echt ein bisschen verrückt. Ah, guck mal. Ja, okay. Es gibt doch noch. Es gibt doch noch Geheimnisse, Freunde. Muss halt nur alles genau angucken. Alles genau durchsuchen. Muss ich jetzt da rüber? Kann ich mich da irgendwie rüberziehen? Boah, ist das hart, ey. Das ist nicht dein Ernst, wie er hier hochkommt. Dieser Sack. Du hast eine alte Fotografie gefunden. Was für ein schönes Paar. Ob sie wohl für immer glücklich zusammengelebt haben? Noch drei Freunde. Ein altes, sonnengebleichtes Foto von einem Brautpaar bei der Hochzeit. Eine kostbare Erinnerung an bessere Zeiten. Sieht aus, als hätte jemand darauf gekritzelt. So, dann komm mal her, Freundchen, ey. Dann komm mal her. Frage ist, war's das schon? Oder nicht? Kann mir schon vorstellen, dass es das schon war. Aber wir können es nicht kontrollieren, weil wir dann durch eine Tür müssten. Weiß natürlich immer noch nicht, ob das Flüstern vielleicht doch irgendwie was zu bedeuten hatte. Ich kann das abschießen, gell? Kann ich das? Kann ich nicht. Ich glaube, das ist der Soundtrack.
glaube, das ist der Soundtrack. Alles andere finde ich echt ein bisschen strange. Aber warte, kann es sein, dass es hier einfach so aufhört? Da gab es doch noch ein bisschen mehr. Gab es hier nicht eine so eine Seele? Eigentlich schon, oder? Hier gibt es keinen Durchgang. Hier geht es nur zurück. Das ist komisch. Ne, hier geht's weiter. Okay. Konnte ich das übersehen, bitte? Ja, okay, hier gibt's. Hier ist der Weg zurück. Das kenne ich. Das kenne ich noch. Da war die Alte nämlich. Da bin ich richtig erschrocken. Bin ich richtig, richtig erschrocken. Aber hier gibt's nichts mehr. Ja. Passt. Passt, passt, passt. Das heißt, wir gehen nochmal nach unten? Na, ich weiß nicht, ey. Oder gehen wir... Ja, komm, wir machen jetzt dieses Flammen-Upgrade. Und mit dem Flammen-Upgrade holen wir uns dann die Vasen. Endgültig, ey. Nach all der Zeit. Natürlich schon umständlich, mit dem Kerl unterwegs zu sein. Keine Türen benutzen zu können. Egal, wir laufen brav weiter. Brav weiter. Hier geht's, glaube ich, weiter. Und hier schaut der Weg da nach oben. Und ich meine, wenn wir das haben, können wir auch... In welchen Bereich geht man da am Schlauschen noch? Sollen wir zum Strand... Sollen wir ins Schloss Schlüsselstein dann mit ihm gehen danach? Das ist auch doof, oder? Oder zur Hexe runter. Aber ich weiß ja nicht, in welchem Bereich... am wahrscheinlichsten die Dinger liegen. Ich glaube eher in den Boss-Bereichen. Nicht so arg. Also da, wo es Richtung Boss ging, denke ich eigentlich eher nicht so arg. So, jetzt gucken wir mal, ob er verschwindet. Das sehen wir jetzt gleich. Autsch, mitten in die Tentakel. Aber kommentieren tut es auf jeden Fall immer. Das ist wie beim Bogen, das war mit den Kugeln drumherum. Aber ich habe so das Gefühl, der Bogentyp war der härteste von allen, oder? Okay, scheiße. Auch wenn du nicht aufpasst, bist du genauso tot wie der andere. Du musst echt aufpassen. Dein Rückgrat ist ganz schön hart im Knochensack. Mich nicht an den Rand ziehen. Boah, das ist richtig hart. Scheiße, das ist so knapp. Ich mag das nicht. Oh, oh. Ich glaube, wenn ich tot bin, ist er auf jeden Fall weg, hä? Gucken wir mal, dass ich nicht sterbe. Aber da sterbe ich. Scheiße. Boah, der ist hart. Der ist richtig hart. Ich wusste doch, dass es einer nochmal drauf hat. Ich wusste es doch. Oh, ich habe ihn noch dabei. Ich habe ihn noch dabei. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Scheiße, ich hasse das. Ich roll da immer rein. Der ist jetzt gar nicht gut für mich. Das fand ich schon. Ich weiß, dass ich das schon beim ersten richtig schwer fand, diesen Kugeln auszuweichen. Der macht da halt noch mehr. Ich weiß nicht, ob das Schlauste vielleicht ist. Einfach versuchen. Jawoll! Boah, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn, glaube ich, so knapp beim letzten Mal nicht. Ja, cool, dass er noch da ist. Ein stummer Diener wurde besiegt und seine Seelenkraft der Dein hinzugefügt. Dein Feuerballzauber verbrennt jetzt seine Gegner, was über einen Zeitraum hinweg zusätzlichen Schaden verursacht.
Feuerbestattung. Aber das heißt leider, dass es uns kein Upgrade für die Dings gibt. Wir haben jetzt halt wirklich alles, glaube ich. Oder gibt es noch irgendwas mit mehr Range? Nicht sicher. Ich glaube, wir haben alles Range-mäßige. Das heißt, wir probieren das jetzt mit den Vasen, bis es klappt, oder? Oder was ist jetzt der Plan? Ich glaube, im Brennofenbereich gibt es wahrscheinlich auch noch Geheimnisse. Aber mich nervt das, dass der Typ es ja noch nichts zu uns gesagt hat. Und ich immer noch nicht genau weiß, ob er uns helfen kann oder nicht. Solange wir eine bei haben, machen wir mal weiter und gucken. Wenn ich jetzt Feuer mache, die Linie kann ich halt komplett durchschießen, gell? Wie ist das am Schlauschen? Mache ich das? Bogen kann ich das nicht. Nee. Aber das bringt uns das halt nicht wirklich viel, gell? Vielleicht nur so 4 oder 5. Wie viel treffe ich mit der Bombe? Der Bombe, wenn ich jetzt genau hier in die Mitte stehe. Treffe ich genau 5. Durch genau die 5 killen. Kann ich? Das sollte gehen, oder? Reicht uns das dann? Das reicht uns nicht. Ich muss kurz meine Dings auf. Wenn wir eine Linie machen. Nee, das kannst du auch vergessen. Oh. Komm schon, ich brauche irgendeine coole Idee. Vielleicht geht's doch mit dem Ziehen irgendwie. So kill ich 5. Kann ich dann noch mehr killen? Kann ich das irgendwie noch besser machen? Ich kill mal so und dann. So auf 5, gell? So vielleicht noch mehr? Es geht nicht mehr. Was steht hier denn? Der Garten der Liebe. Ja, ihr mich auch, ey, Garten der Liebe. Aufgeladener Schlag. Da kann ich, glaube ich, 6 killen damit. Das heißt, das ist eigentlich mein bester Move bisher. Wenn ich das richtig mache, hier genau seitlich hinstehe. So nett. Also ihr seht, theoretisch kann ich so 6 killen. Aber das reicht einfach nicht. Nicht irgendwie so. Von innen. Stellt euch vor, das bringt gar nichts. Wie krank wäre bitte das, ey? Das ist so krank. Wie war unsere Idee? Wie haben wir es beim letzten Mal gemacht? Da haben wir die äußeren. Und dann habe ich praktisch versucht. Aber das hatte ich eigentlich fast perfekt, oder?
das jetzt schon so oft versucht. Kriegen einfach nicht gebacken. Auf. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Ich gebe es auf, Freunde. Leider, leider klappt das nicht so, wie es klappen sollte. Aber wir haben ja hier noch einen anderen Bereich. Da gehen wir jetzt auch hin. Und zwar hier runter. Ich hoffe, der Typ hilft uns, damit ich weiß, dass er uns was bringt, tatsächlich. So, Brennofenüberwachungsräume. Ja, ja, ja. Hier waren wir vor Ewigkeiten mal. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar Sachen, die wir finden können. Da hatten wir nämlich noch nicht viel, als wir hier waren das letzte Mal. Mal, da haben wir schon das erste gefunden. Da haben wir doch schon das erste gefunden. Ja, voll. Schönes Abflussrohr runter. Krass, dass wir das nicht. Dass uns das nicht früher aufgefallen ist. Das finde ich wirklich krass. Gibt's hier? Doch, hier gibt's was. Es gibt immer die Kugeln. Glaube ich. Oder meistens. Aber ich meine, im Endeffekt sind das auch nur die Geheimnisse, die wir suchen. Ich weiß halt nie, wo es weitergeht. Geht es hier weiter? Ich glaube, hier ging es weiter. Der Bereich war halt relativ linear und relativ lang. Da ist es dann manchmal ganz schwer, recht schwer durchzublicken. Ich kann hier theoretisch runterspringen. Frage, ob das kann. Oder warte, kann ich das? Kann ich tatsächlich nicht, gell? Interessant. Das kann ich tatsächlich nicht. Aha. Hier, da konnte ich nur aufmachen. Hier kann ich so auch nicht drüber einfach. Wenn ich hier irgendwie. Krass, dass das nicht geht. Cool. Runterspringen. Nee. Was ich sagen, muss man immer angucken, immer die Möglichkeiten in Betracht ziehen. Es könnte alles passieren, könnte alles sein, könnte alles funktionieren. So eine Geheimnissuche. Ist alles möglich, alles. Waren wir auf jeden Fall schon. Wie wenig hier los ist, gell? Überhaupt kein Gegner und so. Keine Schleime. Schleimtudes. Ah, der Typ hilft uns halt wirklich gar nicht. Ich dachte, du bist nicht so useless, ey. Gar nicht genau. Aber hier sind wir, glaube ich, auch rübergegangen. Das haben wir dann nämlich auch schon geschnallt, dass wir hier mit dem Bogen hinkommen. Meine ich. Ja. Krass, wie es hier von selber rüberfährt. Da war ein Schrein. Hier geht's runter. Tschüss. Boah, aber doch nicht ganz, oder was? Oh, der war doch gerade vorhin drüben.
Ich weiß nicht mal mehr, wie es hier hochging. Aber ist ja eigentlich egal. Achso, das über das Teil drüber laufen, ja. Einfach über das Teil hier drüber laufen. Easy. So, Freunde. Da geht es in den krasseren Bereich rein, glaube ich. Das heißt, wir machen morgen weiter und gucken, ob wir hier noch ein paar Geheimnisse finden. Das wäre doch ganz schön, oder? Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Macht's gut. Haut rein und tschüss.